Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt Das schwarze Auge, Satinas Ketten. Ein wunderschönes Point-and-Click-Adventure-Spiel aus dem Hause Daedalic natürlich, die ja immer irgendwie, zumindest in den letzten Jahren, sehr schöne Point-and-Click-Spiele machen. Ich weiß mal gar nicht, welches ich zuerst nehmen soll, aber Satinas Ketten ist ein Spiel, was ich unbedingt Let's Playen wollte, da ich es damals, bevor ich Let's Plays machte, selber geschaut habe bei jemandem. Und das hat mich so beflügelt, das war so schön, das zu gucken. Ja, und da habe ich auch gedacht, sollte ich das jemals mal selber machen, dann möchte ich auch Satinas Ketten spielen, wie so viele andere tolle Spiele, die es gibt. Weil dieses Point-and-Click-Spiel natürlich so atmosphärisch schön ist. Es ist malerisch, künstlerisch, kreativ. Und ich mag es, wenn Spiele so wie eine bildhafte Geschichte einfach sind. Und es gibt natürlich auch was zu tun und zu rätseln. Und ich hoffe, ich bekomme das alles hin. Denn obwohl ich die Geschichte noch so ein bisschen im Kopf habe, habe ich nicht mehr alles im Kopf. Ich bin ja auch ein vergesslicher Mensch, muss ich dazu sagen. Und ja, dementsprechend wird das Rätseln eigentlich aufs Neue bei mir sein. Vor allem, weil wenn ich so eine Let's Plays schaue und vor allem auch noch bevor ich es selber machte, dann war ich nicht so aufmerksam, dass ich mir da alle Rätsel natürlich mit angeguckt habe. Und dementsprechend ist es wieder so ein Halbblind-Projekt. Das mal so am Rande. Das Spiel ist ab 12 Jahren und aus dem Jahr 2012, genau. Ist schon wieder so furchtbar lange her, hätte ich gar nicht gedacht. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los und ich gehe mal hier ins Hauptmenü und nicht auf Weiterspielen. Ich weiß gar nicht, warum da Weiterspielen ist. Wahrscheinlich zum Antesten irgendwie. Mache ich ein neues Spiel? Jawohl, neues Spiel. Und genau, jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir ein bequemes Abenteuer für frisch gebackene Abenteurer nehmen, mit allen Komfortfunktionen, die zur Verfügung stehen, oder ein raues Abenteuer für erfahrene Abenteurer. Alle Komfortfunktionen werden deaktiviert, können aber bei den Spieleinstellungen nachträglich wieder eingeschaltet werden. Nur weiß ich nicht, was für Komfortfunktionen hier überhaupt sind. Aber ich würde sagen, wir nehmen das Schwierige und falls das zu schwer für mich werden sollte und ich dann völlig versagen sollte in den Rätseln, kann ich ja immer noch umstellen auf bequemes Abenteuer. Hiermit wünsche ich euch viel Spaß bei diesem LP und ja, mal gucken, was uns so erwartet. Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Das Eichenblatt. Er lässt nicht los, der Hund. Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Lass ihn mal zu Wort kommen. Ja, wo bin ich? Ach, hier ist meine Maus, da sind wir auch schon. Das ist Olgiert und den kann ich anquatschen. Ich wär... Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste 4 kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche 4 Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir ein Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens ein Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Oh ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen anscheinend, hier mit dem Hammer. Versuch es! Mein Hammer! Lass ihn doch. Gib doch einfach auf, Vogelfänger! Ja? Ah.
Mit vollem Mund spricht man nicht. Mit Kann ich noch vollem was tun? Mund spricht man nicht. Kann ich was anderes tun? Was kann ich denn machen? Ist hier irgendwas? Ach so, ich kann... Ja, alles klar, dann hau ich den Schädel ein. Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried. Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried. Und wenn Geron uns verflucht, es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Du willst den Krug? Dieser Wein ist allein dem Sieger der Queste bestimmt. Also mir. Kannst du ihn trotzdem nehmen? Oder mit dem Hammer das einschlagen, genau. Ich will dir ja deine Hoffnungen nicht nehmen, Geron. Aber mein Krug steht viel zu weit weg. Also, was stattdessen? Was habe ich noch? Gar nichts, ne? Was kann ich denn machen? Ich will dir ja deine Aber mein Krug steht... Ja, dann nehme ihn nochmal so. Nein! Ich will... Aber mein... Quatsch. Ich wollte den Hammer gar nicht mehr in der Hand haben. Jetzt habe ich ihn nicht mehr. Du willst den Krug? Dieser Wein ist also mir... Was soll ich denn dann machen? Fängt ja schon mal gut an hier. Habe ich hier noch irgendwas? Nee. Ist hier noch irgendwas? Nur der Krug. Mit Hammer geht nicht, ohne Hammer geht nicht. Was hat es mit dem Krug gerade auf sich? Was ist das hier eigentlich? So das Leuchten hier an der Seite? Ah! Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Aus dem Dreck. Der gute Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Quinling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren Eugierd und sein Knecht. Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichblattqueste, weißt du? Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig bist du noch nicht einmal das. Gwynlings Müdigkeit, Käfig reparieren, Krähen, Wettbewerb. Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume, sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Dunkle Ahnungen, Krähen, Ritter Olderich. Ich weiß gerade nicht, ob ich gerade eben alle anderen Funktionen jetzt weggeschaltet habe. Ich habe mich jetzt für das Recht entschieden. Vielleicht hätte ich erst die anderen abklappern sollen. Das lerne ich noch jetzt über das LP. Dunkle Ahnungen? Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen. Wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Krähen. Die Krähen lassen dich nicht schlafen. Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Sie blicken dir in die Seele, Geron.
Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Wie ist Ritter Euderich gestorben? Er wurde ermordet. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß. Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwynling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern. Oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Lass die armen Krähen in Ruhe. Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Alles voller schwarzer Galle. Käfig reparieren. Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauerntölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Wenn ich erst die Eichblattqueste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Hilfst du mir nun bei der... Verschon... Ich habe wichtig... Deine Krähen... Okay. Dann nicht. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Jawohl, Geron. Schauen wir uns hier mal um, ob es hier was gibt. Zerbrochener Käfig. Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe? Nö, anscheinend nicht. Ich kann auch noch nach unten gehen. Okay, Gehstock. Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Ein Bild? Gwynling hat gestern das ganze Zimmer durchwühlt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Ja, sieht doch irgendwie merkwürdig aus. Hier haben wir Gwynling. Ich mag ja auch solche Namen. So mittelalterlich. Ich habe übrigens nie ich weiß gar nicht genau, wie das mit so dem Brettspiel das Schwarze Auge ist. Eigentlich ist das ja eher so ein anderes Rollenspiel, daher kommt das Ganze ja. Was ich sehr interessant finde eigentlich, dass daraus dann so eine Spiele jetzt entstanden sind. Eigentlich wüsste ich noch viel mehr, wie das geht und aber da kenne ich mich leider gar nicht aus. Vielleicht ja jemand von euch, der mich da ein bisschen aufklären kann. Oder das selber sogar vielleicht schon gespielt hat, würde mich mal interessieren. Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur wieder. Sehr gut. Dann gehen wir mal nach unten. Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgier zurückbekommen. Außerdem muss ich zum Burgtor und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Queste abholen. Ach, was haben wir denn jetzt hier schon alles? Netzfalle, Gehstock, Taubenei, Wurfnetz, Hammer und Kreuzer. Okay. Aber hier ist ja noch mehr. Katapult zum Beispiel. Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Kabuff. Was ist hier drinne? Okay. Nix. Eine Tür, die man auf und zu machen kann. Aha, aha, aha. Was mit den Vögeln oder dem Gerons Eltern? Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. Ja, wie wir jetzt also wissen, wir spielen Geron, das ist unser Hauptcharakter. Und der ist Vogelfänger. Kupferne Eichenblätter. Zwei Eichenblätter habe ich. Das dritte hat Olgiert und das vierte ist noch versteckt. Dann los. Kleiderkiste, Flöte. Die brauchen wir bestimmt auch noch. Wie gesagt, so an Details erinnere ich mich auch nicht mehr. Schon gar nicht mehr in den ersten Part, also... Das ist schon echt lange her, dass ich das geguckt habe.
Katapult, kann ich das hier mit irgendeinem reparieren oder so? Natürlich nicht. Was war das nochmal? Irgend so ein Faden oder was? Netzfalle geht auch nicht, ne? Ich muss das Ziel im Auge. Ja. Ich glaube, ich habe nichts, um das im Moment zu reparieren. Kann ich denn hier einfach raus? Es muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Aber der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Sei still, da ist Geron. Wenn der uns belauscht... Uhu, Geron. Schweine. Wollen wir da einfach mal hingehen oder gucken wir uns erstmal um? Oh, gehen wir mal zu den Typen hin. Die haben mich ja eh schon gesehen. Hast du noch nicht genug Schlamm gefressen, Vogelfänger? Soll Ulfried dir noch einen Nachschlag besorgen? Nein, danke. Was kann ich dann für dich tun, mein Freund? Eichenblatt zurückfordern, Olgrit und die Nostria. Gib mir mein Eichenblatt zurück. Sonst? Sonst verfluche ich den Fleischkloß, dass ihm alle Zähne ausfallen. Was hab ich dir gesagt, Olgiert? Halt den Mund, Ulfried. Verschwinde endlich, Hexenbalg. Wir wollen dich in Andergast nicht mehr sehen. Dich und deinen Fluch, der uns alle ins Unglück reißen wird. Ihr und euer Aberglaube. Es ist Prophezeit. Auf Olgiert einreden. Olgiert und die Nostria? Mein Eichenblatt hilft euch doch gar nicht weiter. Du hast Messing, Olgiert, ich habe Kupfer. Ja und? Das reicht schon mal, damit du den Sieg nicht einheimsen kannst. Das wäre das Ende vom schönen Andergast. Dann würde uns der Schweinerotz bis zum Hals stehen. Blödsinn. Es wäre das Ende von eurem abergläubischen Geschwätz. Oho, das Hexenbalg will sich also beweisen. Du bist doch nur ein Vogelfänger. Du bist den Nostriern doch Spinnefeind. Warum nimmst du überhaupt an einem Wettstreit zu Ehren ihrer Königin teil? Ich mache das nicht für diese Nostria-Metze, sondern für mich. Mit diesem Pack wird es niemals Frieden geben. Ein Bündnis zwischen Andergast und Nostria? Das wäre so natürlich wie, wie ein fliegender Frosch. Geistreich. Mein Eichenblatt hilft euch doch. Du hast Messing, Ja, und das reicht, das wird. Dann würde uns der Blödsinn. Es wäre das Ende von. Oho. Das Hexenbalg will sich also beweisen. Du bist doch nur. Hau bloß ab. Das war wohl nichts. Die geben mir das nicht einfach so wieder. Guck ich mal zu den Schweinen. Weißwütige Viecher. Denen darf man nicht zu nahe kommen. Ihr stinkt. Da ist irgendwas beim Schweinetrog. Hier ist der kaputte Krug. Was ist, wenn ich da hingehe? Wo komme ich denn da raus? Aha. Also, der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Wie war nochmal der Rätselspruch, Olgiert? Ach, kannst du dir denn gar nichts merken? Der Wächter vor der Burg, der hat ein Hemd und eine Hose. Und in einem von beiden, da hat er ein Blatt. Ein Blatt? Ja, aber er schwört bei Praios, dass er es nicht hat. Lass mich nachdenken. Mhm. Interessant. Seil. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Schade. Ich komme nicht ran. Zu alt für solche Streiche heißt, wir machen es trotzdem? Dann wüsste ich nämlich nicht wie gerade. Ich habe nämlich keine Schere, kein Messer oder sonst was. Scharfes. Ja. Gehe ich nochmal hier hin? Ich will nur wissen, ob das der Weg ganz zurück ist. Ich gehe später spazieren. Jetzt muss ich mich um meine Aufgabe kümmern. Ach so, da geht's dann ganz raus, nehme ich mal an. Dann gehe ich nochmal hier nach oben, weil wir sind ja den anderen Weg noch nicht raus. Ach, hier war nur ein Fenster, stimmt. Das ist, ach so, das ist dann alles oben, alles klar. Und er ist auch noch nicht fertig, nehme ich mal an. Dann gehen wir mal nach hinten auf diesen Markt oder... Naja, auf den Platz halt. Nach hinten. Raus. Weg. Ins Dorf. Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger. Ich hab viel zu tun. Außerdem setzen in deiner Nähe meine besten Klingenrost an. Was hast du denn zu tun?
stellst dich ein bisschen dumm, was? Ich bin Schmied. Wir haben hier bald ein Ritterturnier. Wer wird wohl die Rüstungen ausbeulen, die Lanzen polieren und die Schwerter schleifen, Jemand, der das kann. Ach, halt's Maul! Was denkst du? Wer hat die besten Aussichten bei dem Turnier? Mir egal. Hauptsache, die Ritter bezahlen ordentlich für meine Arbeit. Dieses Jahr fehlt sowieso der Beste von allen. Da ist die Tornei für die Katz. Wer soll das denn sein? Ritter Bogumil Zornbold natürlich. Kenn ich nicht. Schlimm genug. Was bekommt wohl der Sieger der Eichblattqueste? Was fragst du mich? Wahrscheinlich den Ritterschlag. Meinst du wirklich? Wenn du gewinnst, hoffe ich mal nicht. Wir werden ja sehen. Mensch, er ist ja richtig schön beliebt. Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Er ist richtig beliebt hier im Dorf, merkt man schon. Alle mögen Geron. Mastschwein, Humpen. Hey, weg da! Seiner oder was? Morgen wartet die Schlachtbank. Hier, Hilda, reden wir mal mit Hilda. Hallo, Hilda. Hallo, Geron. Hast du schon eine Lerche für mich gefangen? Nein, noch nicht. Ach, Geron, ich habe das Gefühl, du strengst dich gar nicht richtig für mich an. Unsinn. Es ist einfach nicht die Zeit für Lerchen. Kannst mir ja viel erzählen. Was willst du überhaupt mit einer Lerche? Sie soll für mich singen, was sonst? Natürlich. Was ist denn in dem großen Topf? Eicheln. Für die Schweine? Nein, das sind Lose. Für den Jahrmarkt. Zu Ehren der Königin von Nostria. Einmal ziehen kostet einen Kreuzer. Und was gibt es zu gewinnen? Ich habe hier noch die Strohpuppe, das Fläschchen Pflaumenschnaps und den Käseleib. Der Sieger darf sich seinen Gewinn selbst aussuchen. Hier ist schon einiges los, nicht wahr? Ja. Ist das nicht großartig? Und das ist erst der Anfang. All die fremden Menschen, die wunderbare Musik. Endlich kommt das Leben mal nach Andergast. Aber hast du schon von der Magistra Dorota gehört? Die Alte? Die aussieht wie ihr Zauberstab? Sei nicht so spöttisch, sie ist tot. Tot? Die Augen ausgerissen. Genau wie bei Ritter Olderich. Sonderbar. Ja. Ach, der Spielmann ist wundervoll, findest du nicht? Gefällt dir die Musik? Ja, ich höre schon die ganze Zeit zu. Ich würde so gern noch näher zum Musiker gehen und ihm beim Spielen zusehen. Aber leider muss ich hier bleiben und auf die Lose aufpassen. Ach, würde er nur das Lied von der Bärenbraut spielen, dann könnte auch ich mich nicht mehr zusammenreißen. Was ist so Besonderes an diesem Bärenlied? Ach, Geron, es ist so schön. Da wird einem alles andere unwichtig. Du musst es schon selbst hören, um zu verstehen, was ich meine. Was meinst du, bekommt der Gewinner des Wettbewerbs? Ich schätze, der Sieger bekommt ein Lob vom König und darf sich mit einer Medaille brüsten. Das war's? Wieso? Machst du etwa mit? Warum nicht? Ach, Geron, du lässt dich nicht unterkriegen, Nee. Ich will ein Los ziehen. Ach, Geron, bist du dir da sicher? Ja. Mit deinem Glück wird das doch sowieso nichts. Hey. Fang du nicht auch noch so an. Hier hast du deinen Kreuzer. Mist. Sei so gut und leg die Eichel hier in die Schachtel. Und guck nicht so. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Das wäre gut. Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Jawohl. Wenn ich eine finde, bringe ich sie dir. Ja, ich werde jetzt hier mal einen Cut machen, weil der Part sonst zu lang wird. Das war ein schöner erster Part, würde ich sagen, von Satinavs Ketten. Und ich hoffe, das Let's Play und das Spiel an sich wird euch gefallen und euch auch so faszinierend wie mich. Ich bin jetzt schon erfreut, angefangen zu haben. Mir macht es jetzt schon direkt Spaß. Ich mag ja auch solche Märkte und ach ja, naja. Wer schon ein paar Let's Plays von mir geguckt hat, der weiß, was ich schon langsam alles mag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.